Natürlich, fast alles im Leben braucht Mut. Fast jede Veränderung verlangt dir etwas ab. Aber versuch mal, dich nicht so davon leiten zu lassen, was dich davon abhält, wie groß deine Angst ist, vielleicht etwas nicht zu erreichen oder dass es schwieriger wird oder die erhoffte Zufriedenheit ausbleibt. Versuch mal, den Fokus darauf zu legen, was für Möglichkeiten du möglicherweise verpasst, wenn du dich zurücknimmst. Und mir ging das gerade eben auch wirklich, ich muss sagen, über Jahrzehnte so, dass ich mich einer erfüllenden Sexualität, ich kann nicht sagen verschloss, weil das überhaupt gar nicht bewusst geschah. Ich werde irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die meine sexuelle Neigung so weit weggepackt haben, dass sie über Jahrzehnte gar nicht präsent war. In der Psychologie nennt man das eine Dissoziation, weil wir im Grunde, ja, ich erkläre es mir eben auch so, dass die Seele das so weit in die Tiefen packt, um sich selbst zu schützen, weil es sonst vielleicht auch schwer zu ertragen wäre. Und ich glaube schon, dass wenn der persönliche Zeitpunkt gekommen ist, dass sowas dann wieder aufploppt und sich zeigt und dann vielleicht auch einfach signalisiert, dass es jetzt gelebt werden möchte. Wenn du merkst, dass du irgendwie einer exotischeren sexuellen Neigung frönst, dass du, wie auch immer, einen Fetisch hast, ob du dominant bist oder devot, oder ob du polyamoröse Gedanken, Fantasien hast, setz dich mal damit auseinander, ob es wirklich nur Fantasien sind oder ob es wirklich Sehnsüchte sind, die du dir gerne erfüllen würdest. Und dann frag dich mal, was dich wirklich davon abhält. Klar, wie gesagt, es braucht alles immer ein bisschen Mut, aber sei einfach wach und lass auf dich wirken. Frag deinen Bauch und dein Herz, ob es sich gut anfühlt und stimmig und richtig und ob das dein Weg ist. Und dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Wenn du da Hilfe brauchst, Fragen hast, ich habe es alles hinter mir und ich kann einfach nur sagen, ich bin heutzutage wirklich geradezu beseelt. Und darum mache ich das hier alles, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist und ich einfach weiß, wie schön sich das Leben anfühlen kann und wie leichter man auch Dinge im Leben, Weltpolitik, ein Thema, sich ertragen lassen. Gut, das war jetzt schon eine mittelschwere Katastrophe, aber auch so Kleinigkeiten. Einfach die ganze Grundstimmung ist einfach eine andere. Und wenn du da mal das Näschen reinhalten möchtest und mal gucken willst, wie sich das anfühlt, wenn du dich das einfach traust, wie gesagt, melde dich gerne bei mir und liebend gerne begleite ich dich auf deinem neuen Weg.